begrüße euch miteinander. Es ist für mich eine Routine. Ich bin jedes Jahr am 2. Sonntag im August hier. Dann machen wir den Kanzeltausch. Aber ich treffe jedes Mal wieder neue Leute an wegen der Ferien. Es wechselt sich bei euch wahnsinnig. Einfach am 2. Sonntag im August ist es so. Ich komme jeweils für 3 Gründe. Der erste Grund ist, ich möchte euch Danke sagen für eure Unterstützung, die wir in der Vision Schweiz, in Fegorb Kriens, dürfen von euch erleben. Finanzielle Unterstützung, Gebetsunterstützung. Der zweite Grund ist, ich möchte euch jeweils so berichten, was Gott so tut bei uns, was wir erleben. Einfach so, was gerade so passiert ist. Und der dritte Grund, ich möchte euch auch dienen, indem ich hierher komme und ein Thema aus der Bibel mit euch teilen, das auch uns im Süden von Luzern beschäftigt hat. Ich bin jetzt, es ist jetzt 19, eigentlich schon über 20 Jahre in der Innerschweiz mit Vision Schweiz unterwegs. Die ersten 15 Jahre bin ich in Hochdorf gewesen. Das ist nördlich von Luzern, dort wo die Heliomalt herkommt, für die das noch kennen. Weiss jemand, was Heliomalt ist? Wow, hey! Also die wären froh, wenn ihr das würdet wieder einkaufen würdet. Dort waren wir 15 Jahre und dann im Jahr 2013, also vor 6 Jahren, haben wir als Familie auf Kriens gezügelt. Das ist Agglomeration von Luzern. Kriens selber, eine Stadt von knapp 30'000 Einwohnern, Horb, nebendran auch südlich von Luzern mit 13'000, 14'000 Einwohnern. Das ist so das Gebiet, wo die FEG Horb Kriens ist. Und die Gemeinde gibt es schon etwa 20 Jahre als FEG und hat dann einen Pastorenwechsel gegeben, weil mein Vorgänger pensioniert worden ist. Ja, und von da möchte ich euch jetzt ein bisschen berichten. Etwas ist gesehen. Unser Salz-Weekend im Juni. Unser Gemeindewochenende, wo wir mit etwas über 40 Personen haben, ins Berner Oberland gehen, mit dem Thema Salz. Und schön ist, dass Leute dabei waren, die schon Ende 90er Jahre bei der Gemeindegründung dabei waren. Genauso wie Leute, die erst jetzt in diesem Jahr 2019 zu der Gemeinde zugestossen sind. Es ist gemischt gesehen mit Leuten, die schon lange mit Jesus unterwegs waren. Da ist ein Paar mitgekommen, die waren im vorderen Jahr im Alpha-Life-Kurs, haben seither lose unsere Gottesdienste besucht. Und jetzt auf das Wochenende sind sie auch dazugekommen. Das war cool gewesen. Es hat wirklich von allen Seiten Leute dabei gehabt. Und wir haben das auch im Moment, dass ein Motto, so ein 3-Jahres-Motto, zusammenwachsen, in einem Wort. Wir möchten als Gemeinde zusammenwachsen. Und zusammenwachsen in 2 Wörtern. Also wir wollen miteinander wachsen. Und das Weekend, das wir hier hatten, ist definitiv auf diesem Weg etwas Wichtiges gewesen. Warum Salz? Es gibt eine Bibelstelle, die uns beschäftigt hat. Ich möchte euch die lesen. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Und wir haben viel über Salz nachgedacht. Wir haben Workshops gehabt über Salz. Wir haben diskutiert, was das mit unserem Glaubensleben zu tun haben. Und als wir diesen Vers auch angeschaut haben am Sonntagmorgen, mir ist einfach aufgefallen dabei, dass wenn wir von Salz reden, dass dort hier wie das Evangelium damit gemeint ist. Eure Rede sei mit Salz gewürzt, heisst nicht einfach nur würzig, sondern so richtig durchtränkt von der guten Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus. Ich habe gemerkt, dass Salz, wenn man das so ein bisschen aufgliedert, man sieht es hier auf diesem Ding links, Sündenvergebung, Annahme, Liebe und Zuversicht bedeutet, aber dass eine salzige Rede und ein salziges Leben auch bedeutet, wie man es auf der rechten Seite sieht, bei diesem Flipchartblatt, spürbar, ansteckend, liebevoll und zielführend. Und genauso salzig möchten wir auch leben, als Gemeinde im Süden von Luzern. Und es ist wie an vielen Orten in den Agglomerationen. Es wird auch bei uns bauen, bauen, bauen. Es gibt mega Sachen. Ich habe hier aus dem Internet etwas auf die Folie gebracht. 8'000 Personen sollten in den nächsten Jahren rings um unser Begegnungszentrum neu zu wohnen kommen. Im letzten Jahr sind die ersten hergezügelt.
Es gibt Dienstleistungsunternehmen, es gibt Firmen. Das viertgrösste Hotel von Luzern ist gerade vis-à-vis jetzt von unserem Begegnungszentrum. Also wenn wir Konferenzen würden machen, hätten wir mehr Hotelzimmer als Plätze in unserem Saal. Und es gibt 7000 neue Arbeitsplätze einfach hier im Umkreis. Studenten kommen her, Häuser, wo Generationen gemischt werden wohnen. Einfach all das, was in diesen neuen Stadtteilen gemacht wird, gibt es jetzt auch bei uns im Süden von Luzern. Und wir als kleine Gemeinde, wir sind immer noch eine Aufbaugemeinde mit vielleicht 50, 60 Gottesdienstbesuchern am Sonntagmorgen mit den Kindern. Wir sind hier mit drinnen. Wir sind in einem Einkaufszentrum eingemietet. Also da kann man eine Qualität für die Hunde und Katzen und Meersäule etwas kaufen. Dann obendrauf ist die generale Versicherung und dann noch der Lumimart. Also wir haben eigentlich das, was wir haben im Evangelium, oder Sicherheit bei Gott. Ernährung für die Kleinsten und Licht. Das ist alles vorhanden. Das mit dem Felix Bühler, der noch so Pferdeartikel verkauft, bringe ich irgendwie nicht ganz mit dem Evangelium zusammen. Aber wir sind dort mit drin und jetzt in diesem Gebiet, wo ringsum so viele Leute werden herkommen, habe ich den Eindruck, Gott hat das geführt. Gott hat irgendwie einen Platz für uns, einen Auftrag für uns, dass wir dort sind. Das Einkaufszentrümli ist ja nicht so gross, ist ein grauer Klotz. Und mittlerweile ist er ganz klein, verglichen mit diesen Hochhäusern links und rechts. Aber der graue Klotz, der ist mir mal so vorgekommen wie der Felsen in der Wüste, wo der Mose zu ihm gesprochen hat und gesagt, nein, draufgeschlagen hat er. Es soll Wasser rauskommen, lebendiges Wasser. Und das wünsche ich mir, dass von dem Ort, wo wir Gottesdienste feiern, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, lebendiges Wasser in den ganzen Süden von Luzern hineingeht. Das ist so die Wirkung, die ich mir wünsche. Wir wissen nicht recht, wie das gehen soll. Wir haben noch keinen Kontakt zu diesen Orten dorthin. Vielleicht brauchten wir so einen Unternehmertyp, der sagt, so, komm, wir machen es jetzt so. Nicht einer, der sich ständig Sorgen macht, weiss auch nicht. Aber Gott tut uns schon die Türen auf. Und ich möchte kurz noch berichten, wie Gott im Moment bei uns am Wirken ist. Nämlich in dem, dass er uns seine VIPs herbringt. Wir haben so unsere VIPs, die wir für sie beten. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, so auf einer Liste aufgeschrieben. Mehr oder weniger treu sind wir da dran. Vor 2 Jahren haben wir live on stage durchgeführt und wir haben unsere VIPs einladen dorthin und etliche haben auch ihr Leben Jesus übergeben. Aber die schlussendlich bei uns in die Gemeinde gefunden haben und Gottesdienste besuchen, war gar niemand von denen, die wir aufgeschrieben haben. Sondern das waren Leute, die Gott gesagt hat, so, die sind jetzt parat für euch. Die 2, die wir hier in der Mitte sehen, die haben sich letztes Jahr taufen. Die sind bei Life on Stage einfach hergegangen, weil die Mutter von dieser Frau gesagt hat, komm doch, es gibt hier eine Veranstaltung. Ich bin eingeladen worden. Da sind die 2 gegangen und ich dachte, wenn die Mutter einladet, dann wird es wahrscheinlich etwas Volkstümliches sein. Life on Stage ist nicht volkstümlich. Das ist ein Pop-Musical mit einer guten Botschaft am Schluss. Da sind sie dort hergekommen und sie hin und her dachten, ja, was, jetzt ist noch etwas von der Kirche, wie wird jetzt das? Volkstümlich, nachher Kirche. Da hatte schon mal ein Wechselbad von dem Gefühl gehabt, bevor es losgegangen ist. Und nachher ist es losgegangen und die Geschichte von der Rebecca, die Frau heisst auch Rebecca, ist ihr voll ins Herz hinein. Die sind am gleichen Abend, die haben sich vorher noch nicht mit dem Evangelium auseinandergesetzt, am gleichen Abend sind die beiden mit der Mutter zusammen vor das Kreuz und haben ihr Leben Jesus übergeben. Und dann, die Woche darauf, hat die Mutter angerufen und gesagt, ja, sie sei unser neues Gemeindeglied. Keine Ahnung, was das soll. Also kennengelernt. Und mit diesen 2 bin ich nachher auch in die Jüngerschaft. Und die sind seither regelmässig treu in Gottesdienste gekommen. So hat Gott seine VIPs gebraucht. Es gibt mehr so Geschichten. Vor einem Jahr hat mir eine Frau angerufen, gemerkt, fremdländischer Akzent, Chinesin. Sie ist 13 Jahre in der Schweiz. Sie möchte bei uns Mitglied werden. Im Gespräch haben wir herausgefunden, sie hat keine Ahnung, eigentlich, was Christentum so ist. Sie ist ja in China aufgewachsen, ohne Religionen. Und dann ist sie aber in eine Not hineingekommen.
depressiv geworden und hat einfach gewusst, ich brauche eine Struktur im Leben. Ich brauche etwas, das mir Halt gibt. Und hat die Vereinsliste von der politischen Gemeinde Horb vorgenommen, ist dort durchgegangen und hat uns angerufen und gesagt, sie möchte bei uns Mitglied werden. Und sie ist eine Nachbarin von jemandem von unserer Gemeinde. Die Frau hat sich dann angefangen mit ihr zu treffen. Sie ist in Gottesdienste gekommen. Sie hat gesagt, seit ich bei euch in Gottesdienste komme, ist der Schmerz hier innen weg. Ich bin schon noch traurig, aber den Schmerz habe ich nicht mehr. Dann ist sie Alpha-Life-Kurs gekommen, letzten Frühling oder Winter, hat ihr Leben Jesus anvertraut. Jetzt überlegt sie sich, sich taufen zu lassen. Sie ist noch nicht ganz so schlüssig, wenn. Aber ich merke, Gott ist dran, seine VIPs zu bringen. Und ich bin gespannt, was wird. Nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst mit Segnung für den Schulanfang. Wir machen das jedes Jahr und haben jetzt einfach die Idee gehabt, wir machen mal Plakate, hängen die überall auf, in Kriens und Horb. Und vielleicht kommt wieder so jemand von Gottes VIPs mit seinen Kindern und sagt, ich möchte gerne, dass meine Kinder mutig die Schulstart gehen können. Ich weiss nicht, wir sind offen für das. Sorgen wollen wir uns hier nicht machen. Aber ich möchte mit euch jetzt rübergehen zum Thema Sorgen. Frei. Sorgen frei? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Genau, da haben wir es. Und das stammt aus der Bergpredigt. In der Bergpredigt hat sich Jesus wirklich Zeit genommen, ausführlich über das Thema der Sorgen zu reden. Und ich wollte es gerade vorweg nehmen. Jeder Tag hat seine Sorgen. Und dass man sich mal Sorgen macht, das ist natürlich. Mehr oder weniger? Je nach Typ. Ich finde das eine ganz gute Einleitung, die wir gehört haben. Sind nicht alle gleich? Es gibt auch verschiedene Arten, wie man mit den Sorgen umgehen kann. So Jürgen von der Lippe hat mal ein Lied gesungen, schon lange her. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Der Bobby McFerrin ist noch ein bisschen lockerer damit umgegangen. Er hat gesagt, don't worry, be happy. Nun gut, Jesus hat sich mehr Zeit genommen, für das ein bisschen zu analysieren. Er hat gesagt, du musst nicht einfach nur die Sorgen so wegschieben, mach dir einfach keine Sorgen, sondern wir schauen mal an, woher kommen die eigentlich, die Sorgen? Was sind die Probleme, die uns zu sorgenden Menschen machen? Und wie kann ich euch helfen, sagt Jesus, dass ihr ein sorgenfreies Leben könnt leben, das einfach sich um den jetzigen Tag kümmert und nicht schon ständig vorausdenkt, was alles noch könnte kommen. Sorgen, ich habe es mal so definiert. Sorgen sind Gedanken, wo wir uns darüber machen, was möglicherweise Negatives eintreffen könnte. Hast du dir schon mal Sorgen gemacht, dass du eine Lohnerhöhung bekommen? Nein, weil das sind nicht negative Gedanken, oder? Dort redet man von etwas anderem, das sind dann Wünsche oder Hoffnungen oder Illusionen. Aber bei den Sorgen geht es um negative Gedanken. Da drehen wir uns über Sachen, die möglicherweise eintreffen könnten. Jemand hat mal gesagt, wenn du dir gut kannst Sorgen machen, dann hast du dein Gehirn schon so gut trainiert, dass du eine super Anbeterin oder ein Anbeter könntest sein. Weil beim Anbeten geht es darum, dass wir uns unsere Gedanken drehen um den einen wunderbaren Gott, um den Jesus Christus, der für uns sein Leben gelassen hat, aus lauter Liebe und auferstanden ist und uns ein neues Leben schenkt. Das ist bei der Anbetung der Fall. Dort drehen sich unsere Gedanken um unseren Gott. Bei den Sorgen ist es so, dass wir uns um Sachen drehen, die möglicherweise negativ rauskommen könnten. Und im natürlichen Bereich ist es so. Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder, dass sie gut rauskommen. Sie umsorgen sie, sie versorgen sie, sie besorgen ihnen schöne Spielsachen. Oder, ja. Und so gibt es Sorgen, die auch ganz weise kann sein. Aber es gibt Sorgen, die uns zerfressen können, die uns den Schlaf rauben können, die uns zu Menschen machen können, die wie eine Krake ihre Tentakel um alles klammert, wo irgendwie noch Sicherheit gibt. Da braucht man dann wirklich eine Versicherung. Aber das ist nicht die Art,
Und Jesus möchte uns daraus helfen. Es gibt jedes Jahr ein Sorgenbarometer, das eine Versicherung macht in der Schweiz. Und da merkt man, Top-Themen in der Schweiz sind, es geht ums Alter, wie geht es mir im Alter? Es geht um Gesundheit, wie geht es mir, wenn ich krank bin? Es geht darum, was ist, wenn Ausländer in meine Heimat kommen und alles anders machen? Es geht darum, was ist, wenn meine Heimat vom Klimawandel zerstört wird? Und wird ich genug Geld haben für alles, was ich brauche, was ich mir wünsche? Ich merke, das sind sehr weitläufige Themen. Wie gehen wir damit um? Und jetzt nehmen wir uns Zeit, auf Jesus zu hören, wie er auf das hineingeht. Und ich habe gemerkt, dass er in der Bergpredigt, Matthäus 6, von Vers 19 an, schon recht früh auf das Sorgenthema kommt, ohne dass er das überhaupt anspricht. Das erste Problem, das uns Jesus sagt, wir hängen uns an Vergängliches. Wenn wir an Sachen festhalten, die sowieso vergehen würden, dann haben wir definitiv Sorgen. Die Bibel stellt dazu, Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Es ist wie natürlich, dass wir uns Sicherheiten suchen. Dass wir die Sache im Griff haben. Oder eben nicht im Griff haben. Und Reichtum ist eine Möglichkeit. In diese Liga kommen wir aber nicht so schnell rein, die ich hier habe. Der Rekord der reichsten Menschen ist bei 131 Milliarden. Jeff Bezos, Amazon-Chef. Der Zuckerberg, der dort drauf ist, hat, glaube ich, gegenüber dem letzten Jahr 8 Milliarden verloren. Also wenn ich 8 Milliarden würde verlieren, hätte ich auch definitiv Sorgen. Ich glaube, der, weiss auch nicht, macht er sich Sorgen? Aber etwas ist uns klar, wenn wir die Bilder anschauen, wenn wir die Listen anschauen, das kann keiner mitnehmen. Das ist einfach hier für das Leben und irgendwann ist fertig. Geld macht nicht glücklich. Auch eine Karriere macht nicht glücklich. Die Marilyn Monroe soll mal gesagt haben, Karriere ist etwas Wunderbares, aber in einer kalten Nacht gibt sie nicht warm. Und wir müssen nicht reich sein, wir müssen nicht berühmt sein, um uns an Vergängliches zu hängen. Jesus redet hier nicht zu den reichsten Leuten, wenn er ihnen sagt, hänge doch euer Herz nicht an Sachen, die Motten und Rost kaputt machen können, sondern suche, dass ihr einen Schatz im Himmel habt. Weil dort, wo euer Herz ist, oder dort, wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Was uns helfen kann, ist, wenn wir ins Vater unser gehen und merken, dass uns Jesus dort ein Bitt gelehrt hat, unser tägliches Brot gib uns heute, dann hängen wir uns nicht daran, dass wir müssen schon Brot haben für die nächsten 20 Jahre, sondern das Vertrauen zu dem Vater im Himmel, gib uns doch jeden Tag das, was wir nötig haben. Wenn wir bitten, schenk uns heute unser tägliches Brot, dann anerkennen wir, dass Gott unser Versorger ist. Und wir anerkennen auch, dass das, was wir haben, was wir besitzen, eigentlich uns nur von Gott ausgeliehen ist. Der Manfred Siebald hat es mal in einem Lied schön formuliert. Er hat so geschrieben, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Und das ist Haushalterschaft. Wir sind nur die Haushalter von dem, was uns anvertraut ist. Von dem Materiellen, von den Gaben, die wir haben, von den Talenten, von unserem Körper. Das sind wir die Haushalter. Und ich möchte euch einen Tipp geben. Geht doch heute mal heim und in eurer Wohnung oder in eurem Zimmer, bei all diesen Gegenständen, die euch irgendetwas bedeuten, haltet dort mal an und sagt, es gehört dem Herrn. Es gehört dem Herrn.
Dann geht ihr in die Garage, wo euer Auto steht, oder das Velo, oder der TÜV, und sagt laut, dass ihr selber gehört. Das gehört dem Herrn. Dann tut ihr mal euer E-Banking auf und schaut, was dort für Zahlen sind, die schwarzen und die roten. Und sagt laut, es gehört dem Herrn. Das ist etwas, was man zwischen einem Menschen machen könnte. Für wirklich das Herz nicht an die vergänglichen Sachen zu hängen, sondern an den Herrn selber, wo wir sagen, versorg uns doch mit dem, was wir nötig haben. Probier jetzt mal aus. Da könnt man dann ein Mail schreiben, wenn ihr etwas Spezielles erlebt habt. Das nimmt mich noch Wunder. Das zweite Problem, das Jesus jetzt aufzählt in der Bergpredigt, ist der Blick. Wir haben einen betrübten Blick. Wir sehen die Sache nicht klar. Die Bibel stellt dazu, Vers 22 bis 23 in Matthäus 6. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen und ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Jesus macht hier das Gleichnis, macht so das Auge und das Fenster und Licht und so. Gehen wir dann mal nach. Ein Fenster. Ein Fenster, wenn es sauber ist, kann das Licht gut reinscheinen und es macht innen den Raum hell. Wenn das Fenster aber trüb ist, wenn es verschmiert ist, dann ist es innen auch dunkler. So ist es mit unseren Augen. Wenn unsere Augen gesund sind, dann nehmen wir die Umgebung hell wahr. Es ist in uns selber hell. Wenn unser Auge trüb wird, grauer Star und es wird nicht mehr so klar oder eine Erblindung da ist, dann wird es dunkel. Und Jesus braucht das Beispiel vom Fenster und vom Auge, um zu sagen, schaut, ihr habt auch Augen, innere Augen von eurem Herz quasi. Und der Tier ist so. Wenn ihr einen trübten Blick auf die Sachen habt, dann nehmt ihr es anders wahr, als es wirklich ist. Dann nehmt es düster wahr, dann nehmt es trüb wahr. Wenn ich meine schwermütigen Depro-Phasen habe, die es ab und zu mal gibt, dann kann es rings um mich eigentlich fröhlich und locker sein, aber ich nehme es nicht wahr. Für mich ist es ein trauriger Tag. Vielleicht kann sich jemand da reinfühlen in das. Und so gibt es verschiedene Sachen. Es ist unsere Interpretation, die es dann vertrübt. Genauso kann unser Blick trübt sein durch Missgunst, Neid oder auch Habgier. Ich muss haben. Oder der andere hat mehr. Das macht einen trüben Blick. Merkt ihr? Unser Blick kann auch trüb sein wegen Angst. Hilfe, Hilfe, bekomme ich genug? Angst? Nein. Auf einmal haben wir den Blick nicht mehr klar. Auf einmal haben wir irgendeinen Goliath vor uns, dabei ist es ein Zwerg. Einfach, weil wir es falsch anschauen. Und unser Blick kann trüb sein wegen einem schlechten Gewissen. Unser Gewissen, wo anzeigt, dass da Schuld in unserem Leben ist, kann unser Blick trüben. Aber unser Blick wird klar, wenn wir ein reines Herz haben. Ich rede jetzt hier aus der Bergpredigt raus. Und die Bergpredigt fängt an mit 8 Seligpreisungen. Und das heisst, glücklich, selig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie, weiss jemand, wie es weitergeht, sie werden Gott schauen. Merkt ihr, das reine Herz hat mit dem Blick zu tun. Sie werden Gott schauen. Und darum finde ich es faszinierend, dass Jesus im Vater unser uns als zweite Bitte nach der Bitte von der Versorgung, die von der Vergebung lehrt. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung klärt unseren Blick. Wenn du anderen vergeben hast, kannst du klar sehen. Wenn du weißt, mir ist vergeben, ist dein Blick geradeaus, wie es in den Sprüchen auch heisst. Gang geradeaus, richte deinen Blick auf das Ziel, das Gott dir gegeben hat. Vergebung macht frei, Vergebung stellt dich ins Licht. Also das zweite Problem, unser Blick ist nicht klar, Vergebung klärt den Blick. Das dritte Problem, sind wir schon zu weit? Zu früh, irgendwo sind wir. Ich will machen. Problem 3.
Jetzt haben wir es. Wir lassen uns beherrschen. Wir lassen uns beherrschen. Jesus sagt es so. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen, beziehungsweise dem Mammon, wo nicht das Geld selber gemeint ist, sondern die Macht, die hinter dem Geld steht. Das Problem, wir lassen uns beherrschen. Jemand hat mir mal gesagt, ich akzeptiere niemanden, der über mir ist. Und jemand anderes hat mir gesagt, Jesus ist mir sehr wichtig. Ich möchte ihm mein Leben geben. Aber der Alkohol bleibt immer mein Nummer eins. Mein bester Freund. Niemand kann zwei Herren dienen. Und die beiden waren so ehrlich und haben das gesagt. Der eine hat gesagt, ich bin mein eigener Herr. Ich lasse weder Gott noch irgend sonst jemand über mich herrschen. Der andere hat gesagt, der Alkohol ist mein Herr. Er hat gesagt, Freund, aber eigentlich war es sein Herr. Und ich achte die beiden Männer, die mir das gesagt haben, für ihre Ehrlichkeit. Anderen Leuten geht die Ehrlichkeit manchmal ab. Dass man sagt, ja, ich gehöre Gott, ich folge Jesus noch, aber eigentlich macht man gleich, was man selber will. Der Luther hat es mal so gesagt, was man liebt, das ist sein Gott. Und weiter, denn er trägt es in seinem Herzen. Er beschäftigt sich Tag und Nacht damit. Er schläft damit ein, wacht damit auf, sei es was auch immer, Gesundheit oder das Selbst, Vergnügen oder Ruhm. Das, was man liebt, ist der Gott, den man hat. Schaut, wir können eigentlich nicht wählen, ob wir uns beherrschen lassen wollen oder nicht, sondern wir können wählen, von was oder von wem, dass wir uns beherrschen lassen. Wer das unser Herr ist, wie es Jesus auch sagt. Du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht so ein bisschen switchen. Du hast einfach einen. Entweder ist es Gott oder ist es das Prinzip von dieser Welt, der Materialismus oder was immer. Und wir sollten ehrlich sein. Wenn wir uns von etwas beherrschen lassen, was vergänglich ist, dann haben wir Sorgen. Und da sind wir wieder bei unserem Thema. Und darum ist auch hier die dritte Bitte aus dem Vater Unser sehr passend, wenn es heisst, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein Bitte um Schutz. Und wenn ich sage, Gott, mein Vater, bitte beschützt du mich, dann stelle ich mich unter seine Herrschaft. Dann will ich unter seinem Schutz und seiner Bewahrung stehen und erkläre damit, ich will ganz allein dir gehören. Du auf mich aufpassen. Also Jesus zeigt mal so drei Probleme auf. Bringt er sie noch zusammen? Das erste Problem, dass wir uns an Vergängliches hängen. Das zweite Problem, dass wir einen trübten Blick haben. Und das dritte Problem, wie habe ich es dem gesagt? Dass wir uns beherrschen lassen. Und Jesus kommt jetzt zu einer Lösung. Und ich finde es faszinierend. Ich kann es mal so überschreiben. Schau auf deinen Vater, auf deinen himmlischen Vater, der für dich schaut. Woher soll der Blick gehen? Ich finde es faszinierend in der Bergpredigt, wenn Jesus seinen Punkt bringt, dann kommt er meistens mit der Formulierung so in dem Stil, ich aber sage euch. Und das macht er auch hier. Hier sagt er auch, ich aber sage euch. Und das ist so ein richtiges Jesus-Wort, das jetzt hineinkommt. Etwas, das mit ins Leben hineingeht. Ich sage euch jetzt. Und das sind ein paar Lektionen, die wir aus dem, was Jesus jetzt sagt, können lernen. Und ich möchte das mit euch durchlesen und jeweils kurz erläutern, was ich hier für Lektionen sehe für unser Leben. Die erste Lektion, fokussiere dich nicht auf Essen und Trinken und Kleider, weil dein Liebe und Leben brauchen mehr als Kleider und Essen und Trinken. Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben.
Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt, besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Also Jesus sagt schon mal, sorgt euch nicht. Aber stimmt das? Wenn er das sagt, das Leben besteht aus mehr als Essen und Trinken und Kleider. Ja, wir brauchen Menschenwürde. Wir brauchen Unversehrtheit. Wir brauchen vor allem Liebe. Das Leben besteht wirklich aus mehr als aus Essen und Trinken. Ein Beispiel. Im afrikanischen Dorf hat es ein Unwetter gegeben, wo das Dorf selber und die ganze Umgebung richtig abgemacht hat. Die Häuser waren kaputt, es war überall Schlamm und Matsch, die Ernte war weggeschwemmt. Eine Hilfstruppe war unterwegs, hat dort Nahrungsmittel bringen. Das Dorf war von der Umgebung abgeschnitten. Die Hilfstruppe hatte 4 Tage, um irgendwie durch die Umgebung durchzukommen, sich einen Weg zu bahnen. Wo sie dort ankommen, mit der Nahrung, die sie mitgebracht haben, sind die Leute vom Hilfstrupp überrascht gewesen. Sie treffen die Dorfbewohner an, in einem provisorisch eingerichteten Dach am Betten. Und wo sie kommen und das Essen bringen, stürzen sich die Leute nicht auf das Essen, sondern sie fangen an, Gott danken und loben und dann essen sie. Und es ist eine eindrückliche Geschichte geworden. Und sagt, ja, das Leben besteht aus mehr als aus Essen und Trinken. Die Menschen haben ihre Würde behalten und haben gewusst, es kommt von Gott, was wir haben. Das ist die erste Lektion. Das Leben besteht aus mehr als dem, was wir gerade so zu beissen haben. Es geht weiter. Zweite Lektion. Wenn Gott sogar für Tiere und Pflanzen schaut, dann schaut er doch viel mehr auch für dich. Vers 26 bis 30. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm noch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich um euch? Euer Glaube ist so klein. Das ist Jesus-Logik. Jesus überlegt sich, wenn Gott für etwas Kleines schaut, das wenig Wert hat, wie viel mehr denn für den, der viel mehr Wert hat? Er dreht so um. Bei uns ist es meistens dieser Weg. Wir sagen, wenn jemand etwas Grosses kann, dann kann er so für die Kleinen. Wenn ein Architekt ein wunderbar schönes, grosses Haus herstellen kann, dann kann er auch eine Hütte. Das ist unsere Logik, oder? Man muss zuerst beweisen, mit etwas Grossem, dass man es kann. Jesus' Logik ist anders. Gott, euer Vater im Himmel, der ist allmächtig, das ist so. Aber er kümmert sich um die Kleinsten und darum auch für dich. Weil, und das ist seine Hauptaussage, du bist so wertvoll für Gott. Du bist so wertvoll für ihn, dass er für dich wird schauen. Ich weiss nicht, in was das dir gerade steckt. Ich habe diese Predigt gehalten in einer Gemeinde vor einem Monat. Auch nicht in unserer Gemeinde. Und am Schluss ist jemand auf mich zugekommen und hat mir erzählt, was er alles für Probleme hat. Ich sagte, die Predigt ist genau, jedes Wort habe ich brauchen. Es hat mir so geholfen. Und das möchte ich dir auch sagen. Du bist so wertvoll. Was auch immer du gerade am Erleben bist. Gott, der Vater im Himmel, kümmert sich um die kleinsten Läuse und Flöhe. Wie viel mehr um dich? Nimm es an. Die dritte Lektion. Dein Sorgen verlängert dein Leben nicht. Matthäus 6, 27. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Das ist wieder Jesus' Logik. Und hier kommen die Probleme rein, die wir aber haben, dass wir uns Vergängliches verlassen. Das Gefühl, ja, wenn wir genug haben, dann
geht das Leben länger. Nein. Oder wenn wir den trübten Blick haben. Oder wenn wir irgendwie den falschen Gott haben in unserem Leben. Und Jesus sagt, hey, das nützt alles nichts. Was auch immer du dir für Sorgen machst, es wird dein Leben nicht verlängern. Deine Lebenslänge ist in Gottes Hand. Er setzt den Schlusspunkt, so wie er auch den Anfangspunkt gesetzt hat. Deine Sorge nützt nichts. Vierte Lektion. Du kannst dem himmlischen Vater vertrauen, dass er weiß, was du brauchst. Vers 31 und 32. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Und das, was Jesus hier sagt, euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, betont er immer wieder. Auch in der Bergpredigt kommt es wieder vor und wieder vor. Gerade dort, wo er über das Beten lehrt. Und er sagt, hey, wenn du betest, dann stang nicht irgendwo an der Strassenecke und tu so gross demonstrieren, wie schön du beten kannst, sondern gang privat irgendwo in ein Zimmer, mach Türen zu und dann schütt dein Herz aus, weil dein Vater im Himmel weiss, was du brauchst, noch bevor du bittest. Mach auch nicht viele Worte, du musst nicht ein Trari-Trara aus deinem Gebet machen, weil dein Vater im Himmel kennt genau dich und was du brauchst. Und auch hier bringt Jesus wieder ein Thema Sorgen. Warum machst du dir Sorgen? Der Vater im Himmel weiss ja, was du brauchst. Ich möchte dich, so höre ich Jesus reden, ich möchte dich mit meinem Vater im Himmel verbinden. Ich möchte, dass du connected bist mit dem himmlischen Vater, der sich so gut kümmert um alles und um dich im Besonderen. Vertrau dich ihm an. Das ist nicht so einfach. Ich denke nämlich, dass ich schon weiss, was ich brauche. Und ich nicht nur einen brauche, der auch weiss, was ich brauche. Ich zum Beispiel habe das Gefühl, ich weiss, dass ich brauche, dass ich immer zufrieden sein kann und immer glücklich sein kann. Dass ich immer genug habe und dass ich in guten Beziehungen lebe. Dass ich in einer guten Gemeinde bin, dass ich keine Depro-Phase habe, keine Schulden habe, keine Konflikte, das wäre für mich auch noch schön. Keine Erschöpfung, immer genug Kraft, kein Burnout, keine Sucht, kein irgendetwas. Ich weiss schon, was ich brauche. Geht es dir auch so? Ja, ich weiss schon, was ich brauche. Die Sicht von meinem himmlischen Vater ist aber manchmal anders. Er mutet mir manchmal solche Sachen zu. Und dir wahrscheinlich auch. Sachen, wo du das Gefühl hast, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber er mutet es zu. Warum ich? Er lässt uns in Situationen reinkommen, die echt schwierig sind. Und dann soll ich ihm vertrauen, dass er weiss, was ich brauche. Ja, ich vermute, es geht um das. Letztendlich brauchen wir nicht einfach alles Gute, was wir uns denken können, sondern wir brauchen den Guten selber, den guten Vater. Wir brauchen ihn. Und der Herr möchte uns Jesus führen, komm, bleib in dieser Verbindung mit dem himmlischen Vater, weil er ist gut. Und wenn irdische Eltern ihren Kindern gute Sachen geben, der Raphael, sein Junior, das Geburtsgeschenk, ist sicher ein Gutes, nicht eine verpackte Schlange. Dann wird der himmlische Vater viel mehr Gutes geben, denen, die ihn darum bitten. Es gibt noch 5. Lektion. Stell dich täglich in Gottes Einflussbereich, lebe nach seiner Gerechtigkeit und dann schau Gott für dich. Und du hast definitiv keine Sorgen. Matthäus 6, 33 und 34. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, weil sie werden Gott sehen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das braucht einen klaren Blick. Gott, der Vater, der für uns schaut.
Der, der für uns sorgt. Der, der vorsorgt. Wie können wir mit Sorgen umgehen? Trachte zuerst nach Gottes Reich. Stell dich in seinen Einflussbereich. Ich habe mir Gedanken gemacht über eine Stelle, wo der Apostel Paulus auch über die Sorgen schreibt. Und du tust das mit dem Gebet verknüpfen. Und er sagt dort in Philipper 4, von Vers 4 an bis Vers 8, wenn du Sorgen hast, dann mach ein Gebet daraus. Formulier sie. Ich habe schon gehört, dass man sagt, wenn du Sorgen hast, dann tue sie auf die Seite und tue sie ersetzen mit etwas Positivem. Aber der Paulus sagt das nicht, sondern er sagt, nimm die Sorgen und formulier sie. Weil dann haben wir sie schon mal ein bisschen im Griff. Und dann bring sie in ein Gebet flehentlich vor Gott. Mit Flehen, wirklich. Es darf dir wirklich ernst sein, es dürfen Tränen kommen, du darfst verzweifelt sein, du darfst klagen. Bring sie vor Gott. Mit Danksagung. Wir sollen Danke sagen. Für was? Für das man Sorgen hat. Ich kann beim Danken sagen, nur ehrlich sein. Ich kann mich nicht irgendwie verbiegen und sagen, oh Herr, ich danke dir, für dass du das Problem schon alle gelöst hast, die noch gar nicht gelöst sind. Das schaffe ich nicht. Ich danke meinem Gott für das, was ich zu danken habe und für das, wie er ist und wer er ist. Und ich danke dir, Vater, dass du schon weißt, was ich brauche, bevor ich das Move gemacht habe. Ich danke dir, Jesus, dass ich in dir alles habe, was ich brauche, weil du hast dein Leben für mich hergegeben. Ich danke dir. Und wisst ihr was? Mit dem Danken schieben wir wie ein Riegel, dass die Sorgen nicht wieder zurückkommen. Oder manchmal ist es so, werft alle eure Sorgen auf ihn, dann nehmen wir es so als Gummiball. Jesus, du hast. Oh, danke. So soll man es nicht machen mit den Sorgen, sondern sie formulieren, als Gebet flehentlich vor Gott bringen und dann mit dem Danken abschneiden, dass sie nicht mehr zurückkommen. Philipper 4 sagt dann nachher auch noch, der Friede von Gott wird euer Herz erfüllen. Das ist seine Antwort. Er wird euren Sinn erfüllen. Und ihr könnt euch freuen im Herr alle Tage. Und dann könnt ihr schauen, dass eure Güte und eure Milde von den Menschen gekund wird. Das steht im Philipperbrief über das Thema der Sorge. Also stell dich täglich in Gottes Einflussbereich und in seine Gerechtigkeit. Kümmere dich zuerst um seine Sache, um die Anbetung von Gott, um sein Willen, bis im Gehorsam. Entscheide dich, das Evangelium von Jesus zu glauben und zu leben. Das sind die Lektionen, die wir miteinander angeschaut haben. Ihr könnt das nachschauen. Ich habe ein Handout gemacht, wo die Sachen draufstehen, die dann auf dem Tisch aufliegen. Ich möchte noch zu einem Fazit kommen und sagen, um was es nicht geht in dieser Predigt. Es geht nicht darum, dass wir keine Vorsorge treffen. Es geht nicht darum, dass wir so quasi nur noch von der Hand ins Maul leben sollten. Das hat Jesus nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass wir das Materielle verachten sollten und jetzt freiwillige Armut wählen. Über das hat er nicht geredet. Aber es geht darum, dass du Gerechtigkeit im Leben erlebst. Es geht darum, wo wir unser Herz haben, weil dort, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Es geht darum, dass unser Blick klar ist. Frei von Missgunst und Neid und Habgier und von einem schlechten Gewissen. Es geht darum, dass wir biblische Haushalterschaft leben. Das, was Gott uns anvertraut hat, ist uns anvertraut. Wir gehen es irgendwann wieder zurück an ihn. Und es geht darum, dass wir uns im Alltag am himmlischen Vater anvertrauen und auf ihn schauen, weil er auf uns schaut und für uns schaut. Das wollte ich euch mitgeben. Und so als Reminder, einfach den Matthäus 6,33 noch in Erinnerung rufen. Das finde ich einen guten Vers. Es ist immer am Morgen, wenn ich auf den Wecker schaue, steht dort immer so 6,33. Ich weiß nicht, wie ich das herbekomme, aber ich sehe das noch viel. Und es erinnert mich an diesen Vers. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen den Vers, so wie er in der Neues Leben Bibelübersetzung steht, mal einfach laut zu lesen. Seid ihr dabei? Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ich möchte beten.
Jesus Christus, du hast mit diesen Worten über das Sorgenmachen in der Bergpredigt, glaube ich, dann zumal ganz, ganz viele Leute angesprochen. Es waren schwierige Lebensumstände. Ich glaube nicht, dass alle jeden Tag gerade einfach genug zu essen hatten. Hunger hat man noch gekannt. Man hat es gekannt, dass römische Soldaten waren und einem umbefohlen haben. Man war nicht wirklich frei als Volk. Und du hast ihnen die Sachen gesagt, dass du ein himmlischer Vater ist, der weiss, was wir brauchen. Sogar bevor dass wir es aufmachen zum Bitten. Manchmal sogar bevor dass wir selber begreifen, was wir brauchen. Und die Botschaft, die hast du uns heute. Du willst sie uns mitgeben, heute, am 11. August. Und du sagst, es ist heute genauso. Der Vater ist der gleiche. Und Jesus, ich bringe vor dir jetzt einfach all die Menschen, die wir hier heute zusammen sind, oder die zuschauen. Ich bringe vor dir all die Probleme, die herum sind, und auch die Sorgen. Und ich bitte, dass du mit deiner herrlichen Gegenwart hier reinkommst und hilfst, die Sorgen zu formulieren, loszulassen, mit Danksagung auf dich zu werfen. Ich bitte dich, dass du hilfst, sich zu lösen von einer Verklammerung an materielle Sachen. Und wenn wir das merken, dass wir da uns lösen müssen, dass heute einfach Befreiung passiert. Ich bitte, dass du hilfst, einen klaren Blick zu bekommen. Dort, wo Leute unter uns merken, jetzt sehe ich es nicht mehr klar, jetzt wird alles so von Angst getrübt. Oder da ist Schuld rum in meinem Leben, wo alles so komisch wird, wie so neidisch, so missgünstig. Herr, da gibt es Freiheit und die kann heute passieren. Du möchtest uns einen klaren, reinen Blick geben, ein reines Herz. Und ich bitte, dass du dort hilfst, wo jemand merkt, hey, Hilfe, ich habe mein Herz an einen falschen Gott gehängt. Es gibt etwas, wo ich Tag und Nacht darüber nachdenke, wo bei mir ist, wenn ich aufstehe, das ist mir zuvorderst und das ist nicht der lebendige Gott. Hilf, heute können umzukehren und die Freiheit zu erleben, die Kinder Gottes in dir haben können. Und ich bitte dich für dein Fürsorgen. Ich bitte für deine Bewahrung vor dem Bösen. Ich bitte für Vergebung, die von dir vom Kreuz her fließt. Im Namen von Jesus. Amen.